Wir segelten auf einen Eisberg zu. Diesen kleinen weißen Gipfel in der Ferne, der immer näher und näher kam. Aber in Wahrheit war er schon die ganze Zeit unter uns. Nichts so schlimm als ein totes Kind. Wir haben schlechte Nachrichten im Rifkin-Fall. Der Fingerabdruck, den wir vom Sweatshirt des Opfers genommen haben, ist von deinem Sohn. Dafür gibt's sicher eine Erklärung. Sie gehen auf dieselbe Schule. Jacob ist in seinem Jahrgang. Ja, das wissen wir. Lynn, wurde mein Sohn verhaftet? Bevor wir anfangen, möchte ich etwas klarstellen. Wird ein Jugendlicher deines Alters des Mordes angeklagt, gilt das Erwachsenenstrafrecht. Ich schwör's, ich hab's nicht getan. Wir glauben dir das. Du hast zugegeben, im Park gewesen zu sein. Und ein Klassenkamerad behauptet, du hattest ein Messer, das du manchmal zur Schule mitgenommen hast. Ich schätze schon. Sie sagen, er wird arrogant und gleichgültig. Das wird ihn für den Rest seines Lebens verfolgen. Wir haben sich geirrt. Wir werden es klären. Haben Sie Zweifel an Jacobs Unschuld? Nein, natürlich nicht. Wo ist das Messer jetzt? Also hast du mich angelogen? Das hätte wohl jeder Vater getan. Deswegen dürfen wir das nicht dem Gericht überlassen. Mein einziger Job ist jetzt, unseren Sohn zu beschützen. Wir sind gefangen in unserem eigenen Haus und tun so, als wären wir normal. Wir sind normal. Mein Gott, das hier hältst du für normal? Wir müssen selbst Antworten finden. Ich weiß, was du getan hast. Anwälte haben Grenzen. Ich nicht. Nicht mehr. Sie dürfen nicht vergessen, in deren Augen ist es nicht nur Jacob, der schuldig ist. Sie alle sind es. Sind Sie mir hierher gefolgt? Das spielen Sie gegen dich aus. Das ist ein Beweismittel. Hör auf, du machst ihm Angst. Gut, er sollte Angst haben. Ich habe Angst. Also sag es mir. Ich will die Wahrheit hören. Du kannst ein guter Mensch sein. Oder du kannst ein guter Vater sein. Es gab keine Normalität, zu der man zurückkehren konnte. Es gab nur davor und danach.